Demonstrieren für den Klimaschutz ist das eine, etwas unternehmen das andere. Wir sind weiter wie Fridays for Future, weil Fridays for Future, die reden nur. Wir suchen Lösungen und versuchen sie umzusetzen. Wie jetzt das Zero Waste Picnic. Das müllvermeidende Picknick wurde im Schäfle-Garten in Sateins genossen und nach einem klimafreundlichen Speisezettel zusammengestellt. Nebenbei haben die Jugendlichen Einsichten und Erkenntnisse ihres Projektes präsentiert. Da geht es um Lösungsvorschläge, wie Menschen im Alltag konkret zum Klimaschutz beitragen können. Wir haben angefangen mit Stoffsäckeln mit der Nähfrau aus dem Nähtreff Sateins und haben dort halt schon viele Stücke gemacht, wie man dahinter sieht. Und haben halt dort damit vor, dass man Plastik- und Papiersäcke im Grunde weglocken kann. Zum Beispiel, man könnte auch mal nachfragen, ob man das vielleicht ohne Plastik einwickeln könnte. Oder Einkaufssäcke könnte man Stoffsäcke anstatt nehmen. Oder wenn man mal einen Plastiksack nimmt, das könnte man ja öfters, das muss man ja nicht gleich wegschmeißen. Wir hätten gern, dass die Leute regionale Sachen einkaufen. Und auf Gemeindeebene hätten wir gern, dass die Gemeinden nach dem Leitfaden der Kürigfeste vorgehen. Das ist ein Zertifikat, was sich jede Gemeinde holen kann, wo man nach gewissen Richtlinien feststellt, also weniger Plastik verursacht bzw. gar keins. Die Vorschläge der Jungen stoßen bei den Alten durchaus auf offene Ohren. So unterstützen alle 14 Walgau-Gemeinden die Initiative. Ich glaube, es ist wichtig und vor allem auch, weil das einfach die nächste Generation ist. Oder was wir jetzt verbocken, unter Anführungszeichen, müssen die anderen auch ausbaden. Und da ist gut, dass sich die Jungen jetzt einsetzen und sagen, du, lass einmal. Das und das Problem steht da und das sollte man lösen. Ich war beim Einkauf mit der Jungen und die Gedanken, die sie haben, das bewusste Einkaufen, die Vernetzung mit Verkehrswegen, CO2, Erzeugung und so weiter. Da kann man bei der Jungen, gewinnt man, wenn man sie begleitet und einem mal zulässt. Und da hat der Junge schon ein großes Vorbild für die Erwachsenen. So kann das Miteinander der Generationen erfolgreiche Maßnahmen für den Klimaschutz bringen.